diesem Minidorf, wo es nichts zu essen gab. Traumatische Erfahrung. Dann wurden mir gerade die ganzen Sylt-Videos geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Und habe jetzt mein Assignment fertig gemacht. Ich bin jetzt auch fast fertig. Und dann habe ich mich eben auch noch einfach so richtig doll auf die Fresse gelegt. Jetzt werde ich zur Victoria State Library gehen. Und es gibt Massagesessel am Flughafen. Und das finde ich natürlich sehr attraktiv. Ich finde, so langsam komme ich wieder zurück zu mir und fühle mich irgendwie wieder so wie ich mich selbst. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich muss sagen, es ging richtig flott. Vlog. Ich bin gerade alleine in Melbourne und dachte, ich nehme euch dabei ein bisschen mit. Ich bin jetzt eben gerade angekommen, habe kurz meine Sachen ins Hostel geschmissen. Das Hostel ist auch richtig gut gelegen, also ich bin hier so mitten im Stadtzentrum und habe mich jetzt in meine Sportklamotten geschmissen, weil ich eine Yoga-Class gebucht habe und da jetzt hingehe. Das auch, ich hoffe, dass ihr mich verstehen könnt. Ist hier gerade ein bisschen laut. Das ist auf jeden Fall so eine Aerial-Yoga-Class. Ich habe das noch nie gemacht und es ist aber so ein, drückt mir auch ganz clever, es ist so ein... Hier passiert mir gerade ein bisschen zu viel, sag ich ehrlich. Aber ich zeige euch gleich mal den Ausblick, es sieht sehr schön aus. Und dann reden wir später nochmal. Es ist hier überall so wahnsinnig laut, ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Gerade nach gestern, wir waren gestern in so einem Ort, wo wir einfach um 20 Uhr nichts mehr zu essen bekommen haben. Wirklich gestern, ich habe fast geweint. Wir sind da angekommen, haben den ganzen Tag eigentlich noch keine richtige Mahlzeit zu uns genommen. Und da gab es einfach nichts mehr zu essen und ich war so, hallo. Also es war eh nicht so schlimm, aber in dem Moment dachte ich so, nein, jetzt reicht's mir. Naja, hier in Melbourne ist es gar kein Problem mehr. Auf jeden Fall heißt die Class Aerial 101. Das heißt, das ist so eine Beginner-Class, wo ich dann ganz happy bin, dass ich da meine Einführung bekomme. Und ich bin jetzt total begeistert von der Skyline hier. Ja, und ich freue mich jetzt sehr drauf, gerade mich auch ein bisschen zu bewegen. Wir saßen nämlich heute wirklich den ganzen Tag im Auto. Wir sind heute von diesem Minidorf, wo es nichts zu essen gab. Traumatische Erfahrung. Losgefahren, waren dann noch auf Raymond Island. Das könnt ihr alles im letzten Vlog verfolgen. Da haben wir auch Koalas gesehen. Also, your sign, mal vorbeizuschauen. Ich laufe schon wieder so schnell, dass ich aus der Puste bin. Ich lieb's. Aber ich muss mich auch ein bisschen... Ich bin eigentlich total gut in der Zeit. Genau, das könnt ihr alles im letzten Vlog sehen. Auf jeden Fall saß ich den ganzen Tag im Auto und jetzt wollte ich mich noch mal ein bisschen bewegen und dachte, Yoga ist perfekt. 60 Minuten Yoga und Stretching. Also, da freue ich mich drauf. Leute, ich komme jetzt gerade vom Yoga und es war richtig, richtig toll. Also ich finde, Yoga ist immer, fühlt sich danach einfach immer dann so gut. Ich fühle mich ganz richtig ruhig und entspannt. Und währenddessen dachte ich kurz mal, lol, ich muss ja noch mein Assignment abgeben. Und ich konnte das so die ganze Yogastunde so voll zur Seite legen. Das war so eine Schublade-Assignment. So, war total toll. Auf jeden Fall. Auch mit den Bändern, das war eigentlich voll die spannende Erfahrung. Ich habe das ein bisschen mit gefilmt. Ich habe leider den Part gefilmt, der noch nicht so spannend war. Aber später hing. Da bin ich mal ein bisschen verwirrt. Wir sind auch noch in den Seilen drin. Das habe ich für Instagram mitgefilmt. Also da auch immer gern vorbeischauen. Auf Instagram heiße ich Katamarie. Ja, genau. Das dazu. Dann wurden mir gerade die ganzen Sylt-Videos geschickt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Aber das ist ja gerade hier so ein kleiner Skandal, dass die da einfach so rassistische Parolen gerufen haben. Und ich bin so geschockt. Also wisst ihr, heutzutage... Dass sowas passiert, das ist, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich finde es irgendwie so beschissen, dass solche Leute das dann kaputt machen. Also ganz ehrlich, Pfingsten auf Sylt ist eine Sache für sich. Ich war letztes Jahr da und ich hatte den Spaß meines Lebens. Ja, es war total cool. Allerdings ist es menschlich da teilweise schon ein bisschen schwierig, das sage ich auch ganz ehrlich. Also, ich weiß es nicht. Ich finde jedes Mal, wenn eine Person nach außen zeigen muss, was sie hat, dann stimmt ja irgendwas nicht. Das finde ich schwieriges Verhalten. Und dann jetzt auch noch sowas. Also das ist ja ein menschlicher Absturz. Ja, keine Ahnung, bin sprachlos. Und ja, genau, das hat mich gerade ein bisschen beschäftigt.
Und ansonsten bin ich jetzt auf dem Weg zurück zum Hostel und werde mir noch, ich habe richtig Bock auf griechischen Joghurt, wirklich, ich liebe griechischen Joghurt. Und ich glaube, den werde ich mir einfach kaufen, weil ich habe auch nicht so großen Hunger. Und ja, dann muss ich natürlich auch noch mein Assignment fertig machen. Ich glaube, ich habe vorhin nicht geschaut, weil ich mich schnell für die Yogastunde fertig machen musste. Ich glaube aber, dass man sich da unten bestimmt irgendwo hinsetzen kann. Ich habe ja gute Noise Canceling. Ruhig. Gute Noise Canceling Kopfhörer. Ja, genau, das ist mein Plan. So, ein kleines Update. Ich saß jetzt hier. Oh mein Gott, ich sitze jetzt hier echt schon seit 2 Stunden. Ich hoffe, das geht mit der Musik. Und habe jetzt mein Assignment fertig gemacht. Ich bin jetzt auch fast fertig. Ich muss noch einmal ein bisschen kürzen. Ich muss aber nur so 150 Wörter runter. Also, das kriegen wir hin. Und dann gebe ich es einfach ab. Dann ist es fein für mich. Ich habe hier jetzt echt sehr produktiv gearbeitet. Und bin eigentlich auch relativ zufrieden mit dem, was ich habe. Also, man kann es abgeben, würde ich sagen. Das ist ganz. Das ist okay, das reicht mir. Also ich zeige euch hier mal meinen aktuellen Stand. Das ist jetzt hier mein fertiges Assignment. Ich habe auch echt viele Sources. Das macht mich immer so nervös, wenn hier auf einmal alles blau und rot wird. Aber ich exportiere es natürlich jetzt PDF. Ja, und ich glaube, es ist ganz in Ordnung. Oh mein Gott, ich liebe den Moment. Ich werde es jetzt exportieren. Und dann bitte nichts mehr geändert am PDF. Geht ja auch gar nicht mehr und dann gebe ich es ab. Oh mein Gott, ich freue mich. Es ist jetzt auch einfach schon 23.22 Uhr, aber ich habe es mir nochmal angeschaut. Und ich finde es jetzt echt nicht so schlecht. Okay, ich habe es jetzt abgegeben. Ich habe es jetzt nicht nochmal in den AI-Scanner gemacht. Vielleicht mache ich das nochmal. Aber ach, komm, jetzt ist es auch egal. So, ist jetzt hier drin. Ist abgegeben. Und ich habe eben schon die ganzen Tabs geschlossen, was sich sehr gut angefühlt hat. Und mein Laptop macht auch gerade schlapp. Also es reicht. So, ich bin jetzt gerade fertig fürs Bett. Hier ist ja furchtbar zäh. Aber ich habe heute schon Zähne geputzt und werde mich dann gleich im Zimmer umziehen. Ich bin auch in einem Female Dorm und ich muss auch sagen, so im Hostel schlafen. Ich bin davon eigentlich richtig, also keine Ahnung, ich finde das total praktisch, weil ich hatte mir kurz überlegt, so, okay, möchte ich mir jetzt irgendwie ein Hotelzimmer gönnen oder so, was aber das Dreifache gekostet hätte. Also ich zahle jetzt hier so 25 Euro die Nacht. Das ist was. Oh, Sonne? Nee, komm. Was ich total fair finde. Und es hätte sich für mich auch gar nicht gelohnt, weil ich jetzt hier halt ehrlich nichts gemacht habe, außer unten zu sitzen und jetzt dann schlafen zu gehen. Und irgendwas wollte ich noch sagen, genau, ich weiß wieder. Mir ist aufgefallen, mein Gesicht sieht jetzt wieder so viel normaler aus. Weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie in letzter Zeit immer so ein, ich finde so ein sehr rundliches Gesicht bekommen. Und es ist so voll, es ist einfach so richtig puffy. Und ich wusste nicht, wo das herkommt. Ich dachte, das hängt auch so mit Stress zusammen. Aber theoretisch hatte ich jetzt also ich glaube nicht, dass es daran liegt, sondern ich glaube, es ist tatsächlich Zucker. Weil wir in dem Studentenwohnheim immer so ein Frühstück bekommen, wo man so ein, keine Ahnung, das ist immer so sehr, das sind auch süße Sachen dabei und die sind meistens halt voller Zucker. Und wisst ihr, das ist halt kostenlos, deswegen dachte ich mir so, okay, ne, nimm mir mit. Eigentlich mag ich sowas auch nicht so gerne und ich esse sowas normalerweise eigentlich nicht so wirklich. Und jetzt habe ich das wieder eine Woche nicht gehabt und ich hatte auch Alkohol-Detox, ich glaube, das gehört damit auch nochmal zu. Und jetzt ist mein Gesicht wieder normal. Was seht ihr das? Die Ernährung war die letzten Tage viel besser. Na gut, gestern musste ich hungern. Nicht lustig. Ja, aber das werde ich, glaube ich, mal mit nach Hause nehmen, diesen Gedanken. Also nach Brisbane. Und vielleicht ein bisschen auf meinen Zuckerkonsum achten. Weil ich das nicht mag, wenn ich ein puffy Face habe. Ja, aber jetzt gehe ich schlafen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte heute eine sehr spannende Hostel-Erfahrung auf wieder. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Ich hatte meine Schlafmaske. Keine Ahnung, bin dann auch ins Bett gegangen einfach und habe geschlafen. Habe auch eigentlich ganz gut geschlafen. Aber was mich auch schon ein bisschen gewundert hat, so die eine hat einfach die ganze Zeit die Lichter an und ich war so, was ist halt aus? So, ich konnte jetzt auch wirklich nur schlafen, wenn ich meine Schlafmaske auf hatte. Und heute Morgen hat es der eine irgendwie gereicht. Dann hat sie auch noch die ganze Zeit so ihr Handy so vibrierend gehabt und ich weiß noch nicht, scheinbar hat die halt wirklich einfach nicht geschlafen. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Wir haben es jetzt 8:30 Uhr. Perfekt. Und hat
wirklich diese Flocken geschrieben, war so, kannst du jetzt einfach das Licht ausmachen und auch das Brummen und so. Und das Ding ist, es halt ein bisschen, also man hat so voll gehört, dass sie gerade aufgewacht ist, deswegen, und dass sie eher aufwacht war. Aber natürlich war das dann nochmal viel lauter. Aber gut, ich konnte es halt einfach auch nachvollziehen. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Und dann bin ich irgendwann jetzt auch aufgestanden. Ich hatte eigentlich den Wecker um 8.40 Uhr gestellt und ich bin jetzt schon so um 8 Uhr aufgestanden, weil ich dann auch wach war. Und dann habe ich so ganz vorsichtig meine Sachen gepackt. Dann war noch so eine süße Omi und dann habe ich so unsere Sachen gepackt. Und dann meinte sie, ja, ich mache jetzt das Licht aus, möchte ich so das andere anmachen. Und dann war ich so halt voll vorsichtig, weil ich nicht wollte, dass die mich jetzt auch noch anschreien. Und dann war sie so, es ist 8 Uhr, also ganz ehrlich. Und dann war ich so, okay, das ist fair. Ja, genau, jetzt mache ich mich gerade ein bisschen ready. Da habe ich schon meine Sportklamotten geschmissen. Ich habe nämlich wieder eine Pilates-Class gebucht um 9 Uhr. Ich gebe jetzt hier gleich mal meine Sachen ab. Habe jetzt alles ganz gut zusammengepackt. Und dann wollte ich meine Sachen abgeben und zu dem Pilates-Studio gehen. Das ist 10 Stunden. Ruhig. 10 Minuten von hier. Und es ist Reformer Pilates, wo ich sehr Bock drauf habe. Und genau, ich packe jetzt mal alles zusammen. Ich habe hier einen Rucksack dabei. Und den Jutebeutel nehme ich über den Tag mit. Und ich muss gucken, dass ich irgendwo noch meinen Kulturbeutel unterkriege. Weil ich habe jetzt ein paar Schuhe mehr. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Aber Mama hat mir die Schuhe noch mitgegeben, weil sie die sind halt hinten schon so offen. Und ich war so, okay, mir ist es egal. Ja, da freue ich mich sehr drüber. Aber jetzt habe ich dafür ein bisschen mehr Gepäck. Also folgende Situation. Erstmal finde ich hier gerade diesen Pilates-Place nicht. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Dann, also mein Locker hat eben nicht funktioniert, weil ich habe meine Sachen jetzt im Hostel noch abgegeben. Das muss man mit dem Locker machen. Das hat erstmal nicht funktioniert. Deswegen war ich ein bisschen spät dran. Bin hier kurz hingerannt. War dann eigentlich auch um 9 hier, aber es ist nicht da, wo es angeschrieben ist. Und jetzt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Sieht das hier ganz gut aus? 555. Endota Spa. Das ist es aber eigentlich. Doch, hier ist es. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ich verstehe hier gar nichts mehr. Und dann habe ich mich eben auch noch einfach so richtig doll auf die Fresse gelegt fast. Ich komme hier nicht rein. Ja, okay, jetzt bin ich ein bisschen überfordert, aber eben wirklich, ich habe mich nicht nur fast ein bisschen hingelegt, sondern ich bin irgendwie über was gestolpert und dann bin ich so richtig lange noch so gehüpft und ich dachte schon so, scheiße, jetzt liege ich. Aber ich habe mich noch gefangen, es sah wahrscheinlich sehr beschissen aus. But that's fine for me. Ja, weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, ich schreibe den mal. Die Class ist jetzt halt auch schon 9.08 Uhr. Aber ich konnte auch nicht frühstücken. Ach, liebe Leute, das war was. Das kann ich euch aber sagen. Ich bin gerade so fertig. Also, ich kam da dann viel zu spät an. Ich habe es dann nach 10 Minuten gefunden. Es war halt in so einem Komplex. Man musste von der anderen Seite rein, weil die eine Seite am Wochenende geschlossen wird. Naja, komme ich da rein und es war zum Glück noch alles offen und ich konnte dann noch mitmachen. Ich glaube, es war kurz ein bisschen angepisst, dass ich interrupted habe. So international. Und dann war sie auch so, war es hier schon mal? Und ich war so, nee. Und sie so, das ist eine Advanced Class. Und ich war so, ja, ich habe schon mal Pilates gemacht. Und die Class, oh, das sieht auch total toll aus hier. Die Class war auch wirklich sehr anstrengend, also muss ich sagen. Aber es war richtig cool und es hat mich total gefreut. Und ich habe es dann auch davor nicht mehr geschafft, irgendwas zu essen. Ich hatte mir eigentlich gestern noch eine Banane gekauft, weil ich das nicht so gern mag, auf leeren Magen Sport zu machen. Aber das war jetzt nicht mehr drin. Deswegen habe ich mir jetzt gerade einen Brunch-Spot rausgesucht und wir da mal hingehen und was essen. Ja, ich bin sehr froh, dass das alles noch geklappt hat. Und die Class war richtig cool. Also da war mal echt ein bisschen was sehr Herausforderndes dabei. Und es hat total Spaß gemacht. Also bin ich froh, dass es noch geklappt hat. So, ich hatte jetzt endlich was zu essen. Jetzt geht es mal wieder richtig, richtig gut. Also wirklich, wenn ich Hunger habe, dann geht die Laune manchmal schnell runter. Naja, auf jeden Fall. Achso, übrigens, es war ultra lecker. Ich hatte so Avocado mit Lachs und es war so geil mit Pesto und so. Es war richtig, richtig gut. Und jetzt werde ich zur Victoria State Library gehen. Die sieht nämlich so ultra schön aus. Und das wollte ich mir anschauen. Und sonst habe ich in Melbourne eigentlich auch nicht viel zu tun. Ich habe gerade gesehen, dass hier der Hauptstandort von diesem
Croissant-Laden ist. Loon heißt der. Den gibt es auch in Brisbane. Und der ist wohl einer der besten, oder die New York Times hat gestatet, dass es einer der besten Croissants sein soll. Da überlege ich, ob ich mir später noch was hole. Ja, und ich fliege es um 16 Uhr. So that's fine. Und ich muss gleich mal nach dem Weg gucken. Und oh mein Gott, es ist echt ein bisschen frisch. Muss ich ja sagen. Aber ich gehe jetzt zur Library. Einfach der Fakt, dass man hier so überhaupt nicht kontrolliert wird. Ich bin hier einfach so reingegangen und dass man in Wien in der Hauptbibliothek nichts mit reinnehmen darf. Nicht mal Wasser. Entschuldigung. Aber okay. Richtig schön auf jeden Fall. Und es ist jetzt halt auch noch gar nicht so leise. So, Library Check, den habe ich mir angeschaut und ich finde die auch so schön. Und ich habe es auch geliebt, wie die Bücher einfach farblich sortiert waren da. War total toll. Und jetzt gehe ich noch zum Queen Victoria Market, weil ich auch sonst immer ganz weiß, was ich hier machen soll. Den habe ich mir noch nicht angeschaut. Den werde ich jetzt mal angucken. Ich wollte ja eigentlich erst shoppen gehen und dann dachte ich so wie unnötig, weil ich darf halt nur 7 Kilo mitnehmen auf dem Flug. Und da kratzt sie auf jeden Fall schon sehr dran. Deswegen war ich so, okay, why? Also warum soll ich das irgendwie noch herausfordern? Ja, deswegen schauen wir uns mal den Flugmarkt an. Vielleicht setze ich mich noch ein bisschen in die Sonne, das Wetter ist für mich echt schön. Und dann muss ich auch gegen 13 Uhr so zurück zum Hostel. Also ich dachte eigentlich, dass ich noch kurz im Botanischen Garten gehe, weil ich noch ein bisschen Zeit habe. Aber dann bin ich jetzt irgendwie die ganze Zeit mit der Bahn gefahren und bin dann auch eine Station zu weit gefahren und weiß, okay, jetzt reicht's. Also nein, die Bahn hat einfach umgedreht und das habe ich nicht ganz mitbekommen. Deswegen gehe ich jetzt, glaube ich, zum Hostel, hole mir einfach meinen Rucksack ab und fahre Richtung Flughafen. Wir haben es jetzt nämlich auch 1 Uhr. So. Und ich brauche circa, würde ich sagen, eine Stunde zum Flughafen insgesamt. Dann ist es 14 Uhr. Und es gibt Massagesessel am Flughafen. Und das finde ich natürlich sehr attraktiv. Und ich bin gerade richtig, richtig müde. Ja, ich glaube, das mache ich einfach. Yes. So, ich habe meine Sachen hier aus dem Locker geholt und mir ist gerade ultra warm. Oh mein Gott, kennt ihr das, wenn euch so auf einmal richtig warm ist? Ich muss mir ausziehen. Und ich muss auch sagen, die Australier, ich finde, die sind so immer sehr, keine Ahnung, die vertrauen den Menschen, glaube ich, ein bisschen zu viel. Weil ich habe gesagt, dass ich immer locker ist und dass sie dann halt aufmachen muss, weil das vorher nicht funktioniert hat. Und sie hätten nicht mal gefragt, wie meine Sachen aussehen. Es war nur so, sind das deine Sachen? Und ich war so, ja. Aber ich könnte auch einfach sagen. Vielleicht sind es auch einfach so, keine Ahnung. Haben nur wie solche Gedanken? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall packe ich meine Sachen jetzt und packe mal kurz um und dann gehe ich zum Airport. Okay, das Licht ist hier gerade richtig, richtig schlecht. Ich sitze jetzt hier gerade und habe ein bisschen auch meine Gedanken aufgeschrieben. Ich weiß nicht so, an Travel Days bin ich immer so voll nachdenklich irgendwie oder ich kann irgendwie so voll gut, keine Ahnung, ich schreibe da immer richtig gerne meine Gedanken auf. Ich habe gerade mal ein bisschen gebrainstormt, was richtig schön war. Und irgendwie, Achtung, es wird jetzt ein bisschen deep, aber ich weiß nicht. Ich war in letzter Zeit irgendwie immer so ein bisschen, das ging auch schon länger, ich fühlte mich so ein bisschen lost, weil ich nicht ganz wusste, so, ich habe mich irgendwie ein bisschen anders gefühlt und ich finde so langsam komme ich wieder zurück zu mir und fühle mich irgendwie wieder so wie ich mich selbst. Und es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist richtig schön, ich fühle mich so innerlich einfach so ein bisschen mehr angekommen und ein bisschen ruhiger. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob jemand zum Moment kommt, wenn man sagt, okay, ich bin da. Oder vielleicht kommt der und dann entwickelt man sich heute trotzdem noch mal weiter. Und ich finde, jedes Mal, bevor man an einem Punkt ist, wo man sich wirklich denkt, so, okay, jetzt, keine Ahnung, geht es mir hier gerade voll gut. Also ich glaube, es ist voll oft so, dass man sich davor dann sehr lost fühlt, bevor man sich dann auf einmal wieder so angekommen fühlt. Ja, das fand ich gerade voll schön. Und ich gehe jetzt in 10 Minuten zum Gate los.
und dann ist heim nach Brisbane, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Ach genau, das wollte ich noch erzählen. Ich hoffe, das geht ja mit der Musik. Das muss ich mir ja noch mal erzählen. Auf jeden Fall war meine Freundin in Brisbane gestern feiern. Und ich habe gemerkt, ich bin so überhaupt nicht der Typ für FOMO. Also irgendwie, ich fand es so voll schön, dass die das erlebt haben und die mir auch ein Bild geschickt und waren so, hey, wir vermissen dich und das machen wir gerade. Das hat mich voll gefreut und die hatten voll den schönen Abend. Aber ich würde jetzt niemals denken so, oh fuck, dass ich denn dabei war. Oh mein Gott, ich wäre so gern dabei gewesen. Sondern ich war voll so, ja, ich hatte eine richtig schöne Zeit hier und das hätte ich nicht missen wollen. Das hat mich irgendwie voll, mich total happy gemacht. Also war sehr erfüllend. Ich bin gelandet und bin jetzt auf dem Weg nach Brisbane. Der Flug war eigentlich richtig gut. Was habe ich gemacht? Ich habe die ganze Zeit die Musik gehört, ein bisschen gelesen, ein bisschen geschrieben. Oh mein Gott, ich sehe richtig fertig aus. Hier ist auch schreckliches Licht drin. Naja. Wir haben es jetzt, glaube ich, 19 Uhr. Ich habe direkt den Zug bekommen, was perfekt ist. Und genau, dann bin ich so in 15 Minuten daheim und ich hoffe, ich kriege noch was aus dem Supermarkt. Ich weiß gar nicht, wie ich zu machen. Ich wohne ja auch erst fast ein halbes Jahr hier. So, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich muss sagen, es ging richtig flott vom Flughafen hierher. Ich bin um 18.30 Uhr gelandet und ich war, glaube ich, um 19 Uhr im Zimmer. Krass. Nee, das stimmt nicht. Aber kurz danach irgendwie, ich war echt total flott, habe mir noch Joghurt gekauft, habe den gerade gegessen und wollte euch noch zeigen, was ich heute erbeutet habe. Ich habe nämlich die Kleinigkeit gekauft. Wie gesagt, mein Notizbuch. Mein Shoppingplan ist ja in Sand gefallen, weil Gepäck war ja so eine Sache. Die haben aber nicht gewogen. Freue ich mich immer. Und jetzt muss ich hier mal kurz ein bisschen Kram. Oh, freue ich mich, meine Sachen auszupacken und auch zu waschen. Halleluja. Ja, hier. Ich habe nämlich bei diesem Queen... Oh, ich weiß immer nicht, was das hier ist. Bei diesem Queen Victoria Markt habe ich mir so 3 Ringe gekauft. Die waren ultra günstig. Deswegen erwarte ich jetzt keine hohe Qualität. Aber wisst ihr, was habe ich gezahlt? 10 Euro, wenn die im Monat halten. Das ist für mich in Ordnung. Ich habe nämlich 2 Ringe verloren. Ich könnte echt heulen. Warte, wie habe ich mir das gedacht? Den wollte ich hier, den wollte ich hier und den wollte ich hier. Ja, so habe ich mir das gedacht. Jetzt habe ich wieder 3 Ringe und ich habe noch 2 hier. Das heißt, ich bin wieder mit Ringen ausgestattet. Und ich fand die total süß. Schaut mal, den fand ich süß. Ich mag das immer so, wenn man auch Mittelfinger... Ich muss unbedingt meine Fingernägel auch wieder machen. Und die habe ich noch. Ich fand das total toll. Für einen Zehner kann es nicht meckern. Ja, und jetzt gehe ich, glaube ich, pennen, weil es ist 20 Uhr, aber ich bin völlig fertig mit den Nerven. Ich habe letzte Nacht nicht so viel geschlafen, also nicht so gut, weil irgendjemand hat das Lied angelassen, irgendjemand hat rumgeschrien, chillig. Und die Nacht davor, ach, mein Papa, Schnarcher, schlimm. Und jetzt habe ich mir wieder richtig Zeit, wir wollen morgen brunchen gehen, aber um 8, das heißt, ich kann total viel schlafen. Also wir gehen um 8 hier los. Und wenn ich jetzt ins Bett gehe, ist ja okay. Ja, genau, auf jeden Fall wollte ich sagen, das war's mit diesem Vlog. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe euch jetzt ein bisschen in Melbourne mitgenommen. Ich muss auch sagen, Fazit zu Melbourne. Ich war ja schon einmal da, aber da habe ich nicht so viel gesehen. Jetzt habe ich auch nicht viel mehr gesehen, aber reicht auch. Wunderschöne Stadt. Ich finde Melbourne richtig, richtig toll. Ich bin da heute echt durchgegangen und dachte die ganze Zeit so, wow, schön, schön, schön. Und... ja, ich hoffe, dass ich euch das hier ein bisschen mitgeben konnte. Hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Falls das so ist, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren und ein Like da lassen. Und auch gerne einen Kommentar, lese ich auch mal alles sehr gerne. Würde mich total freuen. Und dann, ihr süßen Mäuse, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich fühle dich alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Kissen noch nicht alle.